21. Jahrhundert beginnt düster. Die Welt in der Krise. Die Wirtschaft liegt in Trümmern. An der Wall Street nahm das Desaster seinen Anfang. Billionenwerte wurden pulverisiert. Das Mutterland des Kapitalismus im Sinkflug. Ist das amerikanische Jahrhundert zu Ende? Das amerikanische Zeitalter hat gerade erst begonnen. In den kommenden 100 Jahren werden die USA die Welt dominieren wie niemals zuvor. Und nicht etwa China, wie heute viele Experten voraussagen. Friedmans Diagnose: Das Riesenreich steht auf tönernen Füßen. Ein Papiertiger, dessen Stärke allein auf dem Export billiger Industrieprodukte beruht. Innenpolitische Krisen und Absatzschwierigkeiten werden das Land zermürben, meint Friedman. Im 21. Jahrhundert wird China in miteinander konkurrierende Provinzen zerfallen. Isolierte Einzelstaaten, die nicht in der Lage sein werden, es mit den USA aufzunehmen. Doch neue Konkurrenten machen den USA ihre Macht streitig. Die Türkei ist die dominierende Macht der islamischen Welt, schiebt sich nach Europa vor. Im Pazifik fordert Japan die USA heraus, dehnt seine Macht auf die Reste Chinas aus. Die USA können diese Konkurrenz nicht dulden und rüsten auf. Turkey is getting more and more power in international area. We need to devastate them economically. Yes, sir, we're ready. But this is illegal. The market is still closed. We don't ask your opinion. You have to do that now. Aye, aye, sir. Let's do it. Let's do it. Demokrasi milletun darbe puştun işi dur tankun önünde durmak her kişinun işi dur bayrağına uzanan hain elleri kırat meselemuz memleket gerisi teferruat meselemuz memleket gerisi teferruat adam yürekli adam Recep Tayyip Erdoğan adam yürekli adam Recep Tayyip Erdoğan sen oldun bu
tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Oh.
PKK, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelir.